Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast und dass wir wissen dürfen, ja, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der gegenwärtig ist, Herr. Und so danken wir dir auch für das große Vorrecht, dass wir heute auch in die Schrift hineinblicken dürfen, um zu sehen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wenn wir heute über die Zeugen sprechen, dann will ich jetzt kein Referat halten über die Zeugen Jehovas, sondern ganz einfach, wie Gott und Menschen Zeugnis geben über die Vollmacht des Herrn Jesus. Es ist ja nun mal eine Tatsache, dass das ganze Leben und Wirken des Herrn Jesus hier auf Erden jetzt nicht einfach mal so ein Lebensbericht ist oder gar nur eine schöne Geschichte beinhaltet, sondern ein von vielen, aber auch wirklich von vielen, vielen Zeugen bestätigtes und beglaubigtes Heilshandeln Gottes darstellt. Lukas beispielsweise, der beginnt sein Evangelium direkt mit dieser Beweiskraft. Ja? Und da heißt es in Lukas Kapitel 1, in den Versen 1 und 2, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen, abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So, und einer dieser Augenzeugen, die von Anfang an dabei waren, ja, das war wiederum der Apostel Johannes. Und der Apostel Johannes, der beginnt dann ähnlich in seinem ersten Brief, also der erste Johannesbrief, Kapitel 1, in den Versen 1 bis 3, eben auch mit dieser Beweiskraft. Er beginnt wie folgt, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, also die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus. Und dann Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also wir sehen anhand jetzt allein schon dieser beiden Beispiele, Lukas als auch Johannes, wie wichtig es ihnen ist, diese Beweislast herauszustellen, um zu verdeutlichen, hier handelt es sich nicht um eine kühne Behauptung, um irgendeine schöne Geschichte, nein, sondern um das Heilshandeln Gottes, was durch vielerlei Zeugen bestätigt wird. Und es ist dahingehend tatsächlich sehr interessant, einfach auch zu beobachten, dass eben ja praktisch das ganze Heilshandeln Gottes in und durch seinen Sohn immer und immer wieder durch Zeugen bestätigt wurde. Es geht ja schon los natürlich im Alten Bund, das ist klar, ja, es geht schon los auch mit der Geburtsankündigung des Herrn Jesus und dann natürlich mit der Geburt selber und wie dann beispielsweise diese sogenannten Weisen aus dem Morgenland ja letztlich durch Gott und durch diesen Stern von Bethlehem hingeführt wurden zu dem verheißenen Erlöser. Und das waren ja jetzt sogar nicht Juden, ja. Also wir könnten meinen,
neutrale Personen, völlig unvoreingenommen. Und selbst diese Nichtjuden beruft jetzt Gott letztlich, ja, um Zeugnis zu geben für sein Heilshandeln hier auf Erden. Oder auch den Hirten da auf den Feldern vor den Toren Bethlehems erschien ein Engel und ließ diese Hirten als Zeugen der Geburt des Herrn Jesus teilhaben. Da haben wir also auf der einen Seite Juden und auf der anderen Seite Nichtjuden. Da haben wir hochgebildete Akademiker und genauso einfaches Fußvolk. Ja? Genauso wie bei uns in der Gemeinde. Ne? Genau. Da die Gebildeten, die sitzen dürfen. Und hier der Rest. Oder denken wir auch an Simeon. Simeon und Hanna, die auf den Trost Israels warteten und den verheißenen Erlöser dann bereits als Säugling erblicken durften. Aber damit nicht genug. Auch die vielen Wunder und Zeichen, die der Herr Jesus vollbrachte, sie waren stets begleitet durch viele, viele, viele Zeugen. Einschneidende Ereignisse im Leben des Herrn Jesus, wie beispielsweise seine Taufe oder auch seine Verklärung, spielten sich ebenfalls nicht im Verborgenen ab, sondern vor den Augen gewisser Zeugen. Und tatsächlich erinnern jetzt diese ganzen Zeugnisse ja auch an dieses alttestamentliche Prinzip, dass es ja an 2 bis 3 Zeugen um eine Sache bedarf, ja, um diese glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und diese 2 bis 3 Zeugen, die hat es im Leben und im Wirken des Herrn Jesus immer gegeben. Und ich finde es interessant, wie sich ja Gott selbst an dieses Prinzip hält. Um zugleich ja von vornherein allen Gottesleugnern oder denen, die dem Herrn Jesus die Gottheit absprechen, ja damit den Wind aus den Segeln nimmt und niemand für seinen Unglauben eine Entschuldigung bietet. Denn die Beweiskraft ist schlichtweg erdrückend, so dass es nur ein einziges Argument gibt, nicht an Jesus Christus zu glauben, nämlich das Nicht-Glauben-Wollen. Praktisch alles im Leben des Herrn Jesus ist durch vielerlei Zeugen bestätigt, bis hin zu seiner Himmelfahrt. Und unmittelbar vor dieser, da sprach der Herr Jesus ja auch noch zu seinen Jüngern, ihr aber seid Zeugen hiervon. Und zwar nicht nur von der Himmelfahrt selber, sondern von allem, was sich innerhalb des Wirkens Jesu hier auf Erden abgespielt und von dem, was der Herr Jesus seinen Jüngern gelehrt und verheißen hat. Die Beweislast ist enorm, die aufzeigt, dass dieser Mann aus Nazareth, der Christus genannt wird, Gottes Sohn, der verheißene Erlöser ist. Und demzufolge bedarf es wirklich schon eines sehr, 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 sehr großen Glaubens, nicht an das zu glauben, was in der Bibel über Jesus Christus geschrieben steht. Da man in einem solchen Fall knallharte Fakten ignoriert, unbestechliche Zeugen verleugnet, ja, und Gott selbst als Lügner lästert. Wir wollen uns heute ein paar dieser Zeugnisse, und zwar insbesondere aus dem Johannesevangelium, anschauen. Und ich beginne dabei mit Johannes dem Täufer. Und da heißt es in Johannes, also Johannesevangelium dürfen Sie gerne mit aufschlagen, wir werden mehr oder weniger im Johannesevangelium bleiben. Da heißt es in Johannes Kapitel 1, Vers 6 wie folgt. Johannes 1, Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Von Gott gesandt, ja, das heißt, von Gott beauftragt, sein Prophet zu sein
eben mit dem Ziel, Zeugnis zu geben über das, was jetzt öffentlich beginnen sollte. Die Zeit war reif. Die Zeit war gekommen, wo Gott den roten Faden der Heilsgeschichte wieder aufgreift und jetzt Johannes beruft, um den Motor wieder anzuwerfen, der über 400 Jahre so vor sich her stotterte. Nachdem nämlich Gott das letzte Mal durch den Propheten Maleachi gesprochen hatte und nach der Rückkehr Judas aus dem babylonischen Exil, ja, dem Wiederaufbau des Tempels und der Stadtmauer Jerusalems und all dem, was im Buch Nehemia geschrieben steht, waren zwischenzeitlich über 400 Jahre vergangen, in der sich praktisch nichts tat, ja, oder in der man wirklich sagen kann, ja, in der Gott praktisch schwieg. Aber jetzt hat das Schweigen Gottes ein Ende und der Zeitpunkt naht, so wie es ja auch im Galaterbrief heißt, ja, als aber die Zeit erfüllt war. Und dann heißt es hier weiter in den Versen 7 und 8 aus Johannes Kapitel 1, dieser, also Johannes der Täufer, kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Also Johannes der Täufer kam, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Und das Licht wiederum, ja, das ist die Menschwerdung Gottes. Denn Gott ist Licht, ja? Wie es in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 lautet, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. Und hier geht es jetzt um das Licht, das in und durch Jesus Christus in die Finsternis, also inmitten die Welt hineinleuchten soll. Oder wie es Hebräer Kapitel 1, Vers 3 ausdrückt, dass Christus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn es dann hier heißt, in Vers 7, wie wir es gelesen haben, damit alle durch ihn glaubten, dann bezieht sich das auf den Täufer und besagt, dass die Menschen an das glauben sollen, worüber Johannes im Auftrag Gottes Zeugnis gibt. Es ist also nicht der Glaube jetzt an den Täufer, ja, als Person, sondern an seine Botschaft. Er selber ist ja nicht das Licht, sondern wie er es dann später selbst ausdrückte, ja, er ist die Stimme. Er ist die Stimme eines Rufenden, ja, aus der Wüste, der Zeugnis gibt von diesem Licht. So wie es die Propheten des Alten Bundes auch schon ein Stück weit gemacht haben. Die haben auch bereits auf den kommenden Erlöser hingewiesen. Aber dieser war den Propheten des Alten Bundes natürlich als Person noch verborgen. Das Heilshandeln Gottes als solches, das war denen offenbar. Aber wie das jetzt im Einzelnen vonstatten gehen sollte mit dieser Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, ja, das alles, das war noch ein großes Geheimnis. Der Täufer hingegen sollte jetzt als erster Prophet dem Messias leibhaftig und als Mensch begegnen. Er konnte jetzt Zeugnis geben über etwas und über jemanden, auf den er mit seinen Fingern zeigen, den er mit Namen nennen und den er mit konkreten Handlungen identifizieren konnte. Die Propheten des Alten Bundes, sie gaben Zeugnis auf die Zukunft hin. Johannes der Täufer gibt Zeugnis inmitten der Gegenwart. Und er ist in diesem seinem Amt und Auftrag von Gott gesandt, der Überbringer bzw. der Übermittler der frohen Botschaft des Glaubens. Und Jesus Christus ist genau der Gegenstand dieses Glaubens. Johannes spricht vom Licht und Jesus ist das Licht.
Johannes verkündigt die frohe Botschaft und Jesus ist die frohe Botschaft. Johannes, er weist den rechten Weg und Jesus ist der Weg. Johannes übermittelt die Wahrheit und Jesus ist die Wahrheit. Johannes glaubt an das ewige Leben und Jesus ist das Leben. In Vers 15 geht es dann wie folgt weiter, Johannes Kapitel 1, Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, also von Christus, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und hiermit bezeugt Johannes die Ewigkeit des Herrn Jesus. Ja, dieser Jesus, dieser Mann aus Nazareth, er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes, was von Ewigkeit her ist und bis in Ewigkeit sein wird. Als Mensch kam Jesus ein paar Monate später als der Täufer auf die Welt. Und auch sein öffentliches Auftreten ereignete sich etwas später. Aber als Gott ist derselbe Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit und natürlich lange, lange vor Johannes existent. Wie es auch ein Vers zuvor heißt in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Eingeborener hört, ja? Also mir ging es früher immer so, ich bin darüber gestolpert und habe gesagt, Eingeborener, ja? Sind das die Eingeborenen von Papua-Neuguinea? Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Wie bringt man das in Verbindung mit dieser Beziehung Jesus Christus zu seinem Vater? Das hat natürlich nichts mit diesen eingeborenen Stämmen zu tun. Das hat auch überhaupt nichts mit einer herkömmlichen Geburt zu tun. Nein. Sondern dieses Eingeboren, ja, das besagt so viel wie der einzig Geliebte. Einzigartig und einmalig in seiner Stellung. Und mit diesem Bekenntnis hier, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich, bezeugt und bestätigt Johannes genau das, was Jesus ja später selbst in einem Streitgespräch mit den Juden von sich sagte. Nämlich diesen berühmt-berüchtigten Satz, der den Religiösen die Zornesröte ins Gesicht schießen ließ. Nämlich dieses Bekenntnis. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Johannes 8, Vers 58. Und dieser Satz, der schlug ein wie eine Granate und bekräftigt die Gottheit und die Ewigkeit des Herrn Jesus. Und genau das wurde bereits zuvor durch Johannes den Täufer, hier, wie wir es gerade gelesen haben, bezeugt. Dann weiter in unserem Text mit Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und hiermit bezeugt der Täufer, dass das Gesetz und damit ja der gesamte alte Bund in Christus seine Erfüllung findet. Und gleichzeitig bestätigt Johannes damit auch die Aussage aus Hebräer Kapitel 3, wo es sinngemäß lautet, dass Jesus Christus größer ist als Mose, da auch die Gnade größer ist als das Gesetz. Und wenn wir dann in Kapitel 3 reinschauen, gehen wir ein bisschen weiter, Johannes Kapitel 3 des Johannesevangeliums, da gibt der Täufer dann weiter Zeugnis über die Vollmacht des Herrn Jesus. So beispielsweise eben in Kapitel 3 ab Vers 31, wo Johannes bezeugt, der von oben kommt, ist über allen. Mit anderen Worten, Jesus hat einen himmlischen Ursprung.
Er ist der Mensch gewordene Gott, der seine himmlische Behausung, ja, der von oben kommt, freiwillig verlassen hat, um die Menschheit mit sich selbst zu versöhnen. Und in den Versen 35 und 36 hier aus Kapitel 3 des Johannesevangeliums, da werden dann diese Autorität und die Vollmacht des Herrn Jesus klar bezeugt, indem Johannes dann spricht, Vers 35, Vers 36, der Vater liebt den Sohn und hat alles, wohlgemerkt, und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben. Und somit ist auch klar, dass an Jesus Christus nun mal kein Weg vorbeiführt und einzig und allein in Jesus ewiges Leben zu erhalten ist. Und zu guter Letzt, also nicht was den Gottesdienst anbelangt, das wäre jetzt ein bisschen früh, sondern was das Zeugnis des Täufers anbelangt, erfahren wir dann in Kapitel 10 des Johannesevangeliums, dass das Zeugnis des Täufers durchaus Spuren hinterlassen hat und Früchte trägt. Kapitel 10, die Verse 40 bis 42. Und er, das ist jetzt der Herr Jesus, ja, und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem Jesus gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Und das finde ich persönlich jetzt so ermutigend, ja, auch für uns heute, wie eben das Zeugnis und das Bekenntnis nicht ohne Auswirkungen bleibt, auch wenn wir es selber womöglich niemals erfahren. Johannes der Täufer, der war zu diesem Zeitpunkt, als sich das hier abgespielt hat, bereits tot, ja, aber sein Zeugnis, das trägt Früchte auch über seinen Tod hinaus. Und das, liebe Geschwister, das hat seine Gültigkeit bis heute. Denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Und ich frage mich so manchmal, ja, sind es nicht vielleicht dahingehend auch, ja, die Zeugnisse und die Gebete, beispielsweise auch deiner Großeltern, die dich einst hin zum Glauben geführt haben? Und wie ist es um unser persönliches Zeugnis bestellt? Geben wir unseren Kindern und den Menschen um uns herum etwas mit, was einst in der Ewigkeit zu einer Frucht heranreifen darf? Mag der Herr es schenken, dass auch unsere Worte, unsere Taten und unsere Gebete auch über unseren Tod hinaus bleibenden Wert haben dürfen. Machen wir weiter hier in unserem Thema. Es gibt nämlich noch weitere Zeugen. Ja, sogar Ungläubige, sogar bei den Juden Verachtete, wurden zum Zeuge des Heilshandeln Gottes in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Zum Beispiel eine Frau. Das alleine würde schon genügen, um nicht ernst genommen zu werden, aber eine Frau aus Samaria. Und von den Samaritern, von denen wollten die Juden dann schon mal gar nichts wissen. Ja? Das Verhältnis zwischen den Juden und den Samaritern, das war ja noch gestörter als das Verhältnis zwischen Schweizern und Deutschen. Aber lesen wir diese Geschichte mit der Frau am sogenannten Jakobsbrunnen. Ich denke, eine ganz bekannte Geschichte, die wir natürlich nicht gänzlich lesen können. Aber Johannes Kapitel 4, dort finden wir das. Johannes Kapitel 4,
Und ich lese mal Vers 7. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Und allein das war jetzt schon außergewöhnlich, ne? Dass, wie gesagt, ein Jude jetzt so eine samaritische Frau anspricht. Und dann entwickelt sich jetzt so ein Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau, wo es unter anderem dann ja dann eben auch heißt in Vers 9, dass die Juden keinen Umgang mit den Samaritern haben. Und so während dem Gespräch bezeugte dann diese samaritische Frau: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das war ja schon mal was. Aber Jesus ist natürlich mehr als nur ein Prophet. Erinnern wir uns an das Zeugnis des Täufers, ja, welches ja auch klar belegt, dass Jesus mehr als Mose und auch mehr als Abraham ist. Ja, Jesus ist Gott. Und damit steht Jesus natürlich über alles und allem. Und das gilt bis heute. Die Juden, die haben insbesondere Moses verehrt. Und darüber hinaus natürlich auch Abraham und David. Die Samariter, die haben zudem noch Jakob gehuldigt. Und in allen Religionen gibt es irgendwelche Menschen, die man regelrecht vergöttert. Und dabei lautet schon das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist legitim, natürlich, sich an Menschen zu erinnern. Sich auch, ja, diese auch in Ehren zu halten, selbstverständlich. Insbesondere dann, wenn es sich um gottesfürchtige Diener Gottes handelt. Wir gedenken auch an einen Wimalgo, gerade jetzt auch in dieser Zeit, ne, 60 Jahre Missionswerk Mitternachtsruf. Wir erinnern uns sehr gerne an einen Manfred Kreuz zurück. Wir achten einen Samuel Rindlisbacher. Wir bewundern einen Norbert Lied. Und wir wundern uns über Thomas Lied. Aber wir vergöttern diese Personen nicht. Es geht nicht um Menschenkult. Und so auch hier. Es geht nicht um Mose, es geht nicht um Jakob, es geht einzig und allein um Jesus. An Jesus scheiden sich die Geister und an Jesus entscheidet sich alles. Und so entwickelt sich dann auch dieses Gespräch hier weiter zwischen dieser samaritischen Frau und dem Herrn Jesus. Und ich lese die Verse 25 und 26, also aus Johannes Kapitel 4, Vers 25, Vers 26, die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Also wir sehen, wie auch unter den Samaritern eine Messias-Erwartung vorhanden war. Und dann spricht Jesus zu ihr, Vers 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's. Ich bin's, der mit dir redet. Welch eine kühne Behauptung, würden die Kritiker jetzt ausrufen. Aber ist es auch die Wahrheit? Ein Atheist, der würde jetzt vielleicht nur grinsend und abwertend den Kopf schütteln. Ein Pharisäer, der hätte womöglich wutentbrannt nach einem Stein gegriffen. Der Frau jedoch hier, der lief es eiskalt den Rücken runter. Ohnehin war sie beeindruckt von diesem Mann, der als Jude eine billige, verachtete, samaritische Frau anspricht. Sie war überwältigt von seinem Verhalten und seiner Rede dort am Brunnen. Ja, niemals zuvor begegnete sie einem solchen weisen und vollmächtigen Mann, der ihr ja sogar zu verstehen gab, dass sie eine Hure ist. Aber mit welch einer Liebe, mit welch einer Liebe und mit welch einer Weisheit bringt der Herr Jesus auch eine unangenehme Wahrheit auf den Punkt. So etwas hatte sie noch nicht erlebt und auch noch nie gehört.
Und nachdem der Herr Jesus diese Frau mit seinem Selbstzeugnis überraschte, mit dieser kühnen Behauptung, der Messias zu sein, ja, da ließ sie sogleich den Wasserkrug stehen, weswegen sie doch eigentlich an den Brunnen gekommen war. Und stattdessen läuft sie in die Stadt und spricht zu den Leuten, Vers 29, kommt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und aufgrund dieses ihres Zeugnisses, ja, indem sie einfach das erzählt, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt hatte, da kamen viele Samariter zum Glauben an den Herrn Jesus. Die Verse 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Und ich finde dieses Zeugnis ja auch so bewegend, so ermutigend. Eine Frau, zudem auch noch eine Hure, sehr wahrscheinlich von den Bewohnern verachtet und gemieden. Und durch ihr Zeugnis finden Hunderte von Menschen, oder wie viele auch immer, keine Ahnung, ja, den Messias. Und diese wiederum sind neue Zeugen, die ihrerseits bestätigen, dass Jesus der Christus ist, der Retter der Welt. Und fragen wir uns bei alledem, ja, was hat diese samaritische Frau letztlich ausgezeichnet? Moralisch stand sie am Abgrund, in Sünden verstrickt, wie es tiefer nicht mehr geht. Aber im alles entscheidenden Augenblick hat diese Frau ihre Ohren und vor allem ihr Herz geöffnet für das Reden Gottes. Ja, sie war vielleicht im ersten Moment skeptisch. Sie war überrascht und vielleicht sogar misstrauisch. Aber sie hat dennoch zugehört. Und sie hat sogar Fragen gestellt, was verdeutlicht, dass sie interessiert war. Und selbst in dem Moment, wo es äußerst, aber auch wirklich äußerst peinlich für sie wurde, in dem Augenblick, wo sie direkt mit ihrer Sünde und mit ihrem schmutzigen Leben konfrontiert wurde, da suchte sie nicht nach Ausflüchten. Sie rang nach keiner Rechtfertigung. Sie schob die Schuld nicht auf andere. Sie erklärte das Gespräch nicht kurzerhand als beendet. Und sie tat auch nicht so, als wäre ihr bisheriges Leben doch völlig normal. Gemäß dem Motto, aber das tun doch alle. Nein, sie war bewegt. Sie war ehrlich. Sie war aufrichtig. Und ganz offensichtlich war sie auch suchend und hat vielleicht sogar sehnsüchtig darauf gewartet, dass ihr endlich jemand ganz unverblümt und doch auch in aller Liebe die Augen öffnet. In Sprüche Kapitel 25, Vers 11, da heißt es, wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Und diese Frau, sie hat dem Herrn Jesus bei alledem ja nicht nur zugehört, sondern vertraut und schlussendlich an ihn geglaubt. Und auch hier darf ich ein Wort aus den Sprüchen zitieren. Sprüche Kapitel 16, Vers 20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Und wenn wir jetzt auch nichts weiter über diese Frau erfahren, ja, so bin ich mir dennoch sicher, dass sich ihr ganzes Leben von nun an radikal geändert hat. Ja, sie kam zum Glauben und dieser Glaube hat Veränderung bewirkt.
Welch ein Kontrast gegenüber der jüdisch-religiösen Führungselite, die moralisch fromm, gesetzestreu und gottesfürchtig daherkamen, aber kein Ohr für das Reden Gottes hatten, kein Herz für das Evangelium und keine Antenne für die Wahrheit. Und niemals hätten sich diese selbstgerechten Saubermänner mit dieser schmutzigen Hure auch nur unterhalten. Und dabei war das Herz dieser Frau reiner, reiner als das der frommen Biedermänner. Aber weiter. Weiter auf der Suche nach Zeugen für die Vollmacht und die Gottheit des Herrn Jesus. Wir hatten von dem Selbstzeugnis des Herrn Jesus gesprochen und wie er der samaritischen Frau sagte, ich bin's, der mit dir redet. Und genau diese Selbstzeugnisse haben dann später die Pharisäer dem Herrn Jesus ja auch vorgeworfen. So unter anderem in Johannes Kapitel 8, ich lese es uns, Johannes Kapitel 8, Vers 12, Vers 13. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Aber wie wir schon anhand der Zeugnisse des Täufers oder auch der Samariter gesehen haben, wurde das Selbstzeugnis des Herrn Jesus von wenigstens zwei, drei Zeugen bestätigt. Wir erinnern uns an das alttestamentliche Prinzip. Und somit wird aus einer kühnen Behauptung eine beglaubigte Wahrheit. Und darum ging es immer im Leben des Herrn Jesus. Er hat sich ja nicht einfach dahingestellt und ausgerufen, alles hört auf mein Kommando. Nein. Wie wir bereits festgestellt haben, war er stets von Zeugen umgeben. Und so spricht der Herr Jesus, nachdem die Pharisäer seine Glaubwürdigkeit anzweifelten, dann Vers 14, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Und dann noch Vers 18. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Und in diesem Kontext, da fährt der Herr Jesus dann noch weiter fort und erklärt, dass er ja aus dem Vater herauskommt. Und letztlich ja gar nichts weiter tut, als das, was der himmlische Vater tut. Gemäß seiner Aussage, ja, ich und der Vater sind eins. Und dann heißt es dann in Vers 30 hier aus Johannes Kapitel 8, als er dies sagte, das war so seine Rede über das Licht der Welt und dass auch der Vater über ihn Zeugnis gibt und so weiter und so fort. Und als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und das ist abermals der Glaube auf das Wort hin. Wie bei den Samaritern, ja? Hören, das Herz öffnen, vertrauen und glauben. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Ja, und dann auch in Kapitel 5. des Johannesevangeliums, werden wir mit der Bestätigung seines Selbstzeugnisses konfrontiert. Johannes Kapitel 5, die Verse 31 bis 33. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Oder wir könnten auch sagen, wenn jetzt allein ich von mir selbst Zeugnis ablege, so genügt es nicht, so ist es nicht glaubwürdig, so kann man es anzweifeln. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Und dann fährt der Herr Jesus noch weiter fort, Vers 36. Ich aber habe ein Zeugnis,
das größer ist als das des Johannes. Das Zeugnis des Täufers in allen Ehren, schön und gut, da habe ich schon mal einen. Aber es geht ja noch weiter. Ich habe ein Zeugnis, das ja noch viel weiter reicht als das des Täufers. Ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Und da sind wir inmitten eines weiteren Zeugen, nämlich das Zeugnis des himmlischen Vaters über seinen Sohn. Und das ist wahrlich die allerhöchste Instanz. In Vers 39, hier aus Johannes Kapitel 5, betont der Herr Jesus, dass ja bereits die Schriften des Alten Testamentes Zeugnis über ihn geben. Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, ne? Also das Gesetz und die Propheten des Alten Testamentes, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, ja sie sind es doch, die von mir Zeugnis geben. Und dann in Vers 46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, Mose, der Inbegriff des Gesetzes und des Alten Testamentes, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Und so handelt es sich bei dem Alten Testament, beim Gesetz und den Propheten, um das Zeugnis des Vaters, um das Zeugnis Gottes auf Jesus Christus hin, was sich in den Taten seines eingeborenen Sohnes beweisen sollte. Denken wir zum Beispiel daran, wie der Herr Jesus auch dem Täufer einst antworten ließ auf seine Frage hin, ob er wirklich der Messias sei oder ob man vielleicht doch noch auf einen anderen warten müsse. Und der Jesus ließ ihm ausrichten, wir finden das in Matthäus Kapitel 11 ab Vers 4. Matthäus 11 ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das heißt zu den Jüngern des Täufers, der Täufer selber war ja im Gefängnis. Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Also nicht geht hin und sagt ihm, ich bin der Messias, fertig ab, glaub oder lass es bleiben. Nein, geht hin und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht, mit anderen Worten, wovon ihr doch selber Zeugen seid. Und dann fährt er fort und mit dieser Aufzählung, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Die Taten des Herrn Jesus, all seine Wunder und Zeichen waren und sind eigentlich schon Zeugnis genug. So wie es der Herr Jesus einmal mehr den Juden auch sagen musste, ja, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Johannes Kapitel 10, Vers 25. Ja, und zu guter Letzt, obwohl wir ja noch viele, viele Zeugen gar nicht erwähnt haben, unter anderem die vielen Zeugen seiner Auferstehung, da spricht der Jesus noch von dem Zeugnis des Heiligen Geistes und der Tatsache, dass auch die Jünger nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus als seine Zeugen auftreten werden. Und ich lese uns hier aus Johannes Kapitel 15, Johannes Kapitel 15, die Verse 26 und 27. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Und das ist ja genau das, was wir eingangs gelesen und erwähnt haben. Zum Beispiel das Zeugnis des Apostel Johannes
aus seinem ersten Brief oder auch das Zeugnis von Lukas zu Beginn seines Evangeliums. Ich denke dann auch weiter noch an das Zeugnis des Petrus beispielsweise bei seinem Besuch beim Hauptmann Cornelius, diesem Heiden, ja, nachzulesen in der Apostelgeschichte 10. Und so gibt es noch viele, viele, viele Zeugnisse mehr. Und das Wort des Herrn Jesus an seine Jünger: auch ihr werdet Zeugnis geben. Ja, das gilt letztlich bis heute. Und zwar allen Nachfolgern des Herrn Jesus. So, dass auch wir als seine Gemeinde und als jedes einzelne Glied an seinem Leibe, ja natürlich, im Zeugnisdienst stehen. Wir sind zwar keine Zeugen Jehovas, aber wir sind Zeugen des Herrn Jesus Christus. Und so mag der Herr es schenken und mag er auch einem jeden von uns die Freudigkeit verleihen, dahingehend wirklich treue und aufrichtige Zeugen seines Heilshandelns zu sein. So wie es auch hier geschrieben steht, so schön da vorne, ne? Es spricht, der dies bezeugt: ja, ich komme bald. Der Herr segne Sie. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen dir jetzt von ganzem Herzen Dank sagen. Dank sagen jetzt auch für diese Gemeinschaft, die wir mit dir haben durften, ja, und ja auch noch weiter haben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir, dass du uns auch in diesen Zeugnisdienst gestellt hast. Und wir danken dir von Herzen, Herr, dass wir es auch mit der Bibel in der Hand, mit der Heiligen Schrift, nicht mit irgendeinem Buch zu tun haben, sondern mit dem Zeugnis über deine Person, über dein Heilshandeln, über deine Stellung. Hab Lob und Dank dafür, Herr, dass wir immer wieder auch darin lesen und daraus hören dürfen. Hab Dank für deine Güte. Amen.